Die Familie von Borora Stegoraz hat sich kurzfristig entschlossen, eine Hilfsaktion in Fronleiten für die Landsleute von Boro in Kroatien, die vom Erdbeben schwer getroffen wurden, auf die Beine zu stellen. Erwischt hat es eine Region, die es ohnehin schon schwer genug hat. Weil die Haushäuser sind in ziemlich schlechtem Zustand. Wir haben gehabt, leider Gottes, vor 30 Jahren haben wir so einen Bürgerkrieg gehabt. Dort ist auch schon viel daneben gegangen. Und ich glaube, das ist jetzt für Kroatien wirklich ein Punkt dafür. Das ist furchtbar. Also, alle Reihen von Petrinja und der Glina, also das sind die, sage ich, so größere Ortschaften oder größere Stadt. Und wir wollten eigentlich in kleinere Dörfer fahren, beziehungsweise dort, wo die Hilfe noch nicht gekommen ist. Geholfen werden kann unter anderem mit Babynahrung, Windeln, Hygieneartikel, Feuchttücher, Wundcremen, Lebensmittel, aber natürlich auch mit Geldspenden. Am besten auf die Antonienhöhe 5 kommen, nach der Kurve stehen bleiben, beim Gartenzaun, das ist ein rosarotes Trampolin, dort stehen bleiben im Auto, dann die Rampen runtergehen, erste rechts, wo keiner unbeschriftet ist, anläuten, die Ware da abstellen und bitte wieder gehen. Durch das, dass wir uns in Quarantäne befinden, dürfen wir das Haus nicht verlosen. Wir rahmen das dann sorgfältig ein und die Eltern bringen es am 6. Jänner nach Kroatien. Nachdem dieser Aufruf am Wochenende auf Facebook gepostet wurde, wollen wir diese Aktion medial unterstützen und weiter verbreiten. Ich möchte mich beim Herrn Bürgermeister Johannes Wagner herzlich bedanken, dass er uns die Möglichkeit gibt, dass man das über die Medien publik machen kann. Das ist uns sehr viel weitergeholfen. Schön ist, dass diese Aktion großen Anklang bei der Fronleitner Bevölkerung findet. So hat sich auch Gerhard Zisser spontan bereit erklärt, seinen Bus für die Fahrt am 6. Jänner ins Krisengebiet zur Verfügung zu stellen. Es ist ein wunderbar und ein schönes Gefühl, weil siehst du, wie viel Leid, dass da bereit sind zum helfen. Und in dieser Wege möchte ich mich bei allen Fronleitner oder Fronleitnerinnen und beziehungsweise der ganzen Umgebung herzlich bedanken. Auch Piero Marisic nimmt Hilfsgüter entgegen. Eine konzertierte Aktion für unsere Nachbarn in Kroatien.